Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und willkommen zurück zu Assassin's Creed Teil 3 Part Nummer 6 und wir müssen jetzt ins Fort gehen und gebt dort das Signal, die, wenn ihr bereit seid. Habt ihr gesehen? Untertitel. Und müssen jetzt da die Gefangenen befreien. Pocahontas und Co. Übrigens, Untertitel sind jetzt an, damit ihr auch was hier zu gucken habt. Schauen wir direkt mal hier. Okay, gibt es wahrscheinlich nicht als Untertitel. Wir gehen jetzt erstmal rein und befreien jetzt da die Armen. Die Armen. Wie verläuft die Wache? Wir haben hier einen verkackten Komiker. Wir gehen mal hier rechts lang. So, den machen wir jetzt erstmal lang hier. Herzog Ickzorn, komm her. Das war's? Ja, okay, kommt die Donnerfaust wieder. Don't try this at home, Freunde. Versucht es hier zu Hause mit eurer Faust so ein Schloss aufzuhauen. Es funktioniert nicht. So. Die Sound Engine funktioniert aber gut. Ich konnte gerade richtig hören, wie der Typ da in den Busch gesprungen ist. Also ich muss auch ehrlich mal sagen, so die Umgebung und alles, so hinten das Schiff, sieht alles ganz geil aus. Oh, da werde ich erkannt, Oh. Beziehungsweise dicht. Zack. Genau das wollen sie, dass ihr das denkt. Ich bin ein Busch. Kann ich jetzt da hin? Ich muss schon sagen, doch so lehnen kann ich mich. Doch ist angenehmer als daheim. Warte auf den Winter. Vielleicht denkst du dann anders. Ja, komm her. Oder den Sommer. Und die Schwüle. Und diese Uniformen. Sicher für ein anderes Klima gemacht. Zur Dünnberg-Kälte. Brauchen wir Kornausbord. Ich glaube, das war das Richtige hier. So, jetzt gehen wir mal hier hin und befreien die mal. Mit einem Faustschlag. Richtig. Faust und Faust. So, raus mit euch. Verpisst euch. Beziehungsweise verpisst euch noch nicht, weil irgendwie müssen wir nachher, glaube ich, hier noch weg. Und dann gibt es hier mordsmäßig Stress. So kann ich mir das vorstellen. Ja, und dahin kommt der Typ, der mich letztes Mal erkannt hat. Beziehungsweise verdächtig hat. Da gehe ich mal jetzt hier an die Wand. Das muss doch, da ist schon wieder dieses. Hat er mich gesehen? Nein. Wie geht der denn? Schmuggele! Der ahnt Böses, glaube ich, Freunde. Komm her. Smeet. Aber der guckt die ganze Zeit. Jetzt erstmal, gehen wir mal da zurück, Kisten, ne? Vielleicht kommt er zurück und dann können wir uns den hier schnappen. Komm, dreh dich. Machen wir mal einen Meter weiter. Machen wir mal hier hin. Der eine. Komm her. Und den. Oh, guck mal, geil, das Blut da. Seht ihr es? Geil. So, ja, Untertitel haben bisher hier nicht sehr viel gebracht. Geil, die Kanone. Also, diese ganzen Details, worauf die Leute geachtet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da steckt eine Menge Arbeit hinter. So, mal gucken hier, wo der beste Spot ist, hier, um den Kollegen auszuschalten. Da ist auch noch irgendwo einer, aber der. Glaube ich nicht, der guckt geradeaus. Also wenn man sich vorstellt, man müsste jetzt das Ganze hier so detailmäßig aufbauen. Das ist schon so mit den ganzen Schatten und alles muss ja alles irgendwie passen. Oh, mein Schatten übrigens. Freunde, seht ihr meinen Schatten? Hehehe. Was macht der denn? Zu viel Kaffee getrunken, Kollege. Hier hin. Falsche Dicke. Miet. Ich könnte ja mal whistlen, weil das ist mir jetzt zu riskant. Also. Tschüss. Start, schön. So. Jetzt gehen wir mal nach oben hoch. Nee, ich springe
dann wird da nichts. Der Schatten ist scheiße. Freunde, der Schatten könnte mich verraten. Gehen wir mal hier und dann. Ah, hallo! Ich habe gedacht, jetzt wird der Alarm ausgelöst, aber. Donnerfaust! So. Und auch ihr seid frei, Freunde. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Zwischensequenz, wo ich mal die Fresse halten muss. Nö, komm nicht. Okay. Überhaupt. Ah, jetzt kommt eine. Super. Hauptsache zweimal Widescreen. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Hämorrhoiden. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt. Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Ein General. Da geht jetzt erstmal schön ein Aufregen, ne? Und jetzt müssen wir hier metzen. Drängt sie zurück! Geil. So, ah. So wie du dich. Geil! So, Freunde. Einen Kollegen getötet, damit ein Problem mit dem Gewissen, aber nicht mehr lange. Guck mal hier, Pieks. Keine Gnade! So, was muss ich jetzt machen? Ah, hier, komm mal her. Ja, Kollege. Für den Orden! Mit mir. Oho! So! Das ist so ein bisschen was mich stört. Also der hat so 3-4 Moves drauf und danach. Ach, ja, immer wieder selber. Da können wir mal sich mehr anschauen. Ich erledige das! Oh, geht doch ganz locker hier. So. So. Wir brauchen mehr. Kann ich den nicht sehen hier? Hallo? Oh. Ja, Ziel im Feuer, fickt euch. Na gut, dann eben auf ein neues. Drängt sie zurück! So. Hier, Schutzbild. Mehr? Hallo? Mehr? Ey! Boah! Ja, guck mal, das waren jetzt 4 Schuss, das kann ja ungefähr 68 Schuss aushalten. Ja, das ist hier was. Kein Wunder, dass ihr führt den Arm! Wenn ich jetzt mal hier schnell durch, aber irgendwie muss ich da hinten das Tor machen, glaube ich. Das sollte ja nicht so das Problem werden. Alter! Geh mal durch hier! Was können wir hier einmal? Was? Lass mal hier den Schützen, oder? Wurdest du ausgebildet? Weg. Wurdest du überhaupt ausgebildet? Ey, hallo? Ich erledige das, Sir. Freundchen. Zurück, ihr Schotten! Nicht mit dem Commander! Hier, komm jetzt! Spür mein Säbel, Schurke! So, ja, auf eine Kugel. So. Das ist aber auch hier. Kann ich nicht eine blaue Uniform haben? Da ist ja alles hier rot. So, da ist der Scheiterhaufen. Ich kann nachher einfach nur noch Feuer legen und dann sind die alle direkt weg. So, auseinander, den Weg hier hin. Boah, was man hier leicht plündern kann. Ha, ha, ha. Keine Gnade. So, wie machen wir das so? Ich kann nicht über dieses menschliche Schicksal gehen, ne? So. Nicht erstmal. Weg mit dir. Hier, lass mal meinen kleinen Indianer hier in Ruhe. Ziele! Oh. Komm, einfach drauf rein. Angriff ist die beste Verteidigung. Komm, Schutzschild.
Schutzschild. Nee. Jetzt, jetzt. Joi! Ins Gemetzel! Ja. Also, würde ich sagen. Auf ein neues! Drängt sie zurück! So, jetzt komm her, Schutzschild hier. Keine Gnade! Guck doch da! Mann! So, ja. Haltet den Bastard auf! Was für ein Bastard? Ist es kein Wunder, dass du nur zum Wachdienst kommst? So, tschüss. Ich erledige das! Ich hab mal irgendwas zu tun hier. Oh, jetzt soll ich da durch. Ich kann nur wissen! Was willst du? Haha! War zwar nur einer, aber ist egal. 18 Schuss im Körper. Ja, komm her. Komm, Schutzschild. Komm, Schutzschild. Hui. So, hier, noch ein Schutzschild. Komm her. Ja, drauf! Überraschungsangriff. Vorhin verpissen sie sich schon, weil sie Schiss haben vor den Commandos. General, hier, weg mit dir. Zack. Nee, hör mal auf von hinten einzugreifen. Okay. Hallo. Zack, der immer tritt gegen die Wand hier. Ja, zack, nur mal ein Knie. Und hier, ich muss auch mal meine Seele passieren. Durchs Gehirn. Quasi. So. Komm her, komm her. Bleib stehen. Hallo. Oh ja. Zack! Junge, kein Wunder, dass er weggelaufen ist. Kriegt da einmal hier die Schwertklatsche. Da ist der Drops gelutscht. So, hier. Zack! Poison. So. Den Säbel weglegen und mit meinem blanken Fäusten hier. Oh, 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 oh. Boah. Der Bastard hängt uns nicht an. Hier, so, Mann, da bin ich wieder. Zack! Back in business, baby! Oh. Okay, nehmen wir halt die Treppe hier. Ching, erster Weg. Nächster von mir. Ob ich jetzt hier. Oh, wie der den abmetzelt. Lecco mio della Metzel, ey. Okay, ja. Was machen wir? Ich könnte ihn mal ein bisschen beklauen, ne? Ja, mit der Kohle, ja, mit der Kirsche. Und hier. Wobei, wenn ich jetzt hier so viel klaue, dann seid ihr wieder am Hals. Lass mal den General töten. Jo, klar, die da hinten sind am Chillen. So. Haltet den Kerl auf! Ja, ja, haltet jetzt den Kerl auf. Benjamin! Haltet den Eingang! Er ist dafür verantwortlich! Zack, hier ist er. Wenn man der Königin den Kopf abschlägt, ist Feierabend hier. Wer bist du? Rein, ich bin Haven Kenway. Du kennst mich nicht, aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Ja, freundlich. So, und ich würde sagen, ich mache hier schon mal die nächste Pause. War jetzt ein bisschen lang genug. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei Assassin's Creed, beziehungsweise morgen.